Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, also Herr Lenker, das war ja wirklich sozusagen das Tiefgehendste, was ich den ganzen Abend heute gehört habe. Also ich meine, wenn Sie Wahlkampf machen wollen, sollen Sie Ihren Stand vor dem Reichstag aufbauen und dann können Sie das erzählen. Aber das ist doch unwürdig, was Sie hier geboten haben. Und zudem war es fachlich zum Teil auch völlig falsch. Das wissen Sie ganz genau. Sie betreiben einfach Massenverdummung, genau wie der Herr Bartel das gesagt hat zu den Freunden von den Grünen, zu Ihrem Entschließungsantrag. Sie behaupten einfach falsche Dinge. Und das müssen Sie sich mal klar machen. Und wie gesagt, wir sind hier nicht da, um Wahlkämpfe auszufechten. Das können wir draußen machen. Die wesentlichsten Punkte jetzt des dritten Änderungsgesetzes zum Telekommunikationsgesetz hat ja Klaus Bartel schon im Wesentlichen beschrieben. Nur muss man schon noch mal sagen, Klaus Bartel, auch zu der Messstudie, ganz so einfach ist es nicht. Die Zahlen stimmen erstmal, ganz klar, gibt es gar keine Frage. Ja, man muss ein bisschen Ahnung von Technik haben, wissen Sie, dann kann man das auch ein bisschen besser werten. Man muss eben auch ein kleines bisschen Verständnis von der Materie haben, Herr Lenker. Und das haben Sie noch nie gehabt und das haben Sie eigentlich jetzt wieder bewiesen. Denn es ist natürlich so, dass die Zahlen, wie gesagt, stimmen schon, das kann man erstmal nicht bezweifeln, aber letztendlich ist die Bandbreite und die Downloadgeschwindigkeit ja nicht ausschließlich die Frage, ob der Provider die Leistung ins Haus bringt, sondern es sind natürlich viele technische Parameter, die auch dazwischen liegen. Selbst die Hausinstallation oder beziehungsweise das Home-Netzwerk oder das WLAN zu Hause kann natürlich technisch gar nicht in der Lage sein, verschiedene Dinge zu machen. Also insofern finde ich, das Messtool ist eine hervorragende Sache. Das haben wir eigentlich auch alle sehr begrüßt, weil man damit jetzt erstmalig eigentlich wirklich zertifiziert nachweisen kann, welche Leistungsparameter der Anschluss bringt. Und im Übrigen, Herr Lemmel, Herr Lenkert konnte schon genügend Wahlkampf betreiben. Das war meine Frage. Danke. Muss das jetzt mir nicht nochmal antun. Ja, und das Messtool, wie gesagt, und man kann das im Übrigen auch mit dem Mobiltelefon machen. Das ist schon also an jeder Stelle, wo man sich aufhält. Insofern halte ich das für einen großen Fortschritt, die ganze Sache. Und es gibt ja in der Messstudie folgenden Widerspruch. Das ist ja ganz interessant. Auf der einen Seite 70% der Nutzer erhalten offensichtlich weniger als die Hälfte der vereinbarten Leistungen. 12% erhalten mindestens die Leistung oder sogar mehr. Aber der Witz ist an der Sache, wenn Sie den Messtool mal selber ausprobieren, dann ist eigentlich die erste Frage, die gestellt wird, bevor man überhaupt irgendein Messergebnis bekommt. Die erste Frage ist, wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Internetanschluss? Und dann können Sie im Prinzip ankreuzen, sehr zufrieden, zufrieden, nicht zufrieden, ganz unzufrieden. Und interessanterweise sind im Prinzip die zwei Drittel der Internetnutzer kreuzen als erstes an, wir sind sehr zufrieden oder zufrieden mit unserem Anschluss. Also da kann man natürlich auch sehen, da fallen zwei Dinge auseinander. Zum einen die reinen Zahlen, die Leistung des Anschlusses und zum zweiten, was die Nutzer letztendlich selbst dabei empfinden. So, und Klaus Bartel hat ja auch beschrieben, dass wir im Prinzip jetzt über die Bundesnetzagentur ein Messverfahren entwickelt haben. Das heißt also, wenn man sich jetzt als Nutzer beschweren will, muss man die 20 Messungen machen nach einem gewissen Schema, um dann sozusagen auf Werte zu kommen, die es auch erlauben, einen gewissen Durchschnitt zu bilden. Also ich denke, wenn das intensiv genutzt wird, wird das sehr viel Transparenz in den Markt bringen. Denn in dem Gesetz steht ja auch drin, dass praktisch die Bundesnetzagentur jedes Jahr so einen Bericht vorlegen muss. Und da kann man ja mal sehen, wie die Tendenzen sind. Und ich bin mir sicher, dass sich die Provider, die Großen zumindest, die Seriösen, nicht jedes Jahr an den Pranger stellen lassen werden, dass sie praktisch zu wenig Leistung anbieten. Und dann, Herr Lenkert, Sie müssen die Verträge auch richtig lesen, wenn Sie was unterschreiben, steht natürlich in jedem Vertrag drin, bis zu. Ja? Und das haben Sie vergessen, das hatten Sie nur ganz vergessen zu sagen. Okay, dann ist es ja auch, haben Sie nur die halbe Wahrheit dann gesagt, als es um das Thema Netzneutralität ging. Bei dem Thema Netzneutralität hier in dem Gesetz geht es um die Umsetzung einer EU-Richtlinie. Ja, es ist einfach EU-Recht, was hier umgesetzt wird. Und da kann man sozusagen als nationaler Gesetzgeber relativ wenig machen. Und das müssen Sie wenigstens dann auch dazu sagen, genauso wie die Regelungen zum Roaming, genauso die Umsetzung einer EU-Richtlinie sind. Ja, dann vielleicht noch
zu den letzten zwei Dingen, die ich sehr wichtig empfinde, weil ich das auch selber alles schon mal ausprobiert habe. Das ist zum einen die Drittanbietersperre. Also ich habe mal mit der Telekom gemeinsam sozusagen so einen Betrügerring auffliegen lassen. Ja. Wir tun eben was, Herr Lenkert, im Gegensatz, Sie reden, wir machen was. Und die Drittanbietersperre ist natürlich als erster Punkt ideal, um sozusagen missbräuchliche Abo-Fallen zu unterbinden. Und das Zweite ist das Redirect-Verfahren. Das ist eigentlich der Kernpunkt der ganzen Geschichte, weil damit verhindert wird, dass im Prinzip über die Telefonrechnung Leistungen abgerechnet werden, die man überhaupt nicht in Anspruch genommen hat. Ja, meine Damen und Herren, Klaas Bartel hat es gesagt, für die behinderten Menschen, für Gehörlose bringt das Gesetz noch mal sehr große Fortschritte, weil die Informationsdienste für behinderte Menschen 24 Stunden am Tag jetzt geschaltet sein müssen. Das heißt also, rund um die Uhr haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, auf Notdienst und Ähnliches zurückzugreifen. Also zusammenfassend kann ich nur sagen, der Gesetzentwurf zeigt eigentlich den hohen Stellenwert, den die Koalition einrichtet, erstens dem Verbraucherschutz und zweitens der Transparenz im Telekommunikationsmarkt. Deswegen kann ich Ihnen eigentlich nur empfehlen, diesem Gesetz zuzustimmen und den Antrag der Grünen abzulehnen, weil er einfach völlige Unwahrheiten in die Welt setzt und die den Tatsachen schon lange nicht mehr entsprechen. Vielen Dank. Ich habe 3 Minuten gespart. Nützt uns nicht viel, weil das Wort zu einer Kurzintervention hat der Kollege Ralf Lenkert.